Der Gender Pay Gap beschreibt den Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. Hier werden die Bruttostundenlöhne von Männern und Frauen verglichen und hier wird festgestellt, dass Frauen im Durchschnitt 2018 ungefähr 21% weniger verdient haben als Männer in Deutschland. In Bremen liegt der Gender Pay Gap bei 22% und ist damit etwas höher als im Bundesdurchschnitt. Dass der Gender Pay Gap hier etwas höher ist, liegt daran, dass wir in Bremen viele traditionelle, industriegeprägte Branchen angesiedelt haben, wie beispielsweise die Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Automobilindustrie, in der viele Männer arbeiten und in der auch sehr hohe Löhne gezahlt werden. Dadurch ist der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen etwas größer. In Berlin beispielsweise liegt der Gender Pay Gap nur bei 14%. Das hat unter anderem zwei Gründe. Zum einen kommt das dadurch zustande, dass die Löhne der Männer dort etwas niedriger sind als die der Männer in Bremen. Aber das kommt natürlich auch dadurch zustande, dass die Löhne der Frauen etwas höher sind. Es hat aber auch einen weiteren Grund. Der Anteil der vollzeitbeschäftigten Frauen ist in Berlin wesentlich höher als beispielsweise im Land Bremen. Auch das führt dazu, dass der Gender Pay Gap hier geringer ist. Der Gender Pay Gap kommt zustande, weil Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen tätig sind als Männer und weil sie auch weniger oft in besser bezahlten Positionen anzutreffen sind als Männer, also beispielsweise in Führungspositionen. Das heißt, Frauen haben insgesamt einen etwas schlechteren Zugang zum Arbeitsmarkt als Männer und diese Tatsache verursacht den Gender Pay Gap. Während sich etwa zwei Drittel des Gehaltsunterschieds zwischen Männern und Frauen dadurch erklären lässt, dass Frauen eben häufig in schlechter bezahlten Berufen tätig sind oder seltener in Führungspositionen vertreten sind, gibt es auch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap, bei dem diese Faktoren alle außen vor gelassen werden. Der bereinigte Gender Pay Gap bezieht sich auf Männer und Frauen, die eine ähnliche Erwerbsbiografie aufweisen, eine ähnliche Qualifikationen und auch die ähnliche Berufe ausüben. Und dieser bereinigte Gender Pay Gap beträgt 6%. Er ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Frauen häufig zurückhaltender sind in Lohnverhandlungen oder auch teilweise weniger Lohnerwartungen artikulieren. Aber es gibt auch einen sogenannten Gender Pay Gap in den Köpfen. Es gibt repräsentative Befragungen, die sagen, dass es sowohl Frauen als auch Männer als gerecht empfinden, wenn Männer auf derselben Position mehr verdienen. Das kommt dadurch zustande, dass ihnen intuitiv eine bessere Position unterstellt wird, weil wir es ihr eben gewohnt sind und Männer diese Position häufiger ausüben. Interessant ist, dass der Gender Pay Gap mit dem Alter von Männern und Frauen zunimmt. Während er bei 30-jährigen Männern und Frauen etwa 9% beträgt, verdreifacht er sich bis zum Alter von 50 und beträgt dann ungefähr 28%. Ein Grund hierfür ist, dass Frauen häufig in der Familiengründungsphase in Teilzeit gehen, während Männer in dieser Zeit beruflich richtig durchstarten. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass 95% der Männer in Haushalten mit Kindern unter 18 in Vollzeit arbeiten, aber eben nur 28% der Frauen. Das führt dazu, dass Frauen quasi in ihrer Karriereplanung etwas zurückstrecken, was Männer in dieser Phase nicht tun. Um die Lohnlücke zu schließen, wäre es wichtig, dass sich die Arbeitszeiten von Männern und Frauen weiter annähern. Das heißt, Frauen müssen oder sollten die Chance haben, länger zu arbeiten und Männer müssen auch bereit sein, ihren Vollzeitjob zu reduzieren, wenn Kinder ins Spiel kommen. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Sorgearbeit zu Hause gerechter aufgeteilt wird. Erkenntnisse gibt es darüber, dass Männer, die längere Elternzeiten nehmen, auch später häufiger Sorgearbeit zu Hause übernehmen und es Frauen dadurch dann möglich ist, auch öfter in einer längeren Teilzeit zu arbeiten. Wichtig wäre es auch, dass Betriebe das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sich stärker auf die Fahne schreiben. Auch das könnte dazu beitragen, den Gender Pay Gap zu verringern. Natürlich müssen auch die Löhne in Frauenberufen angehoben werden.